Attila, Total War. Hallo Nick. Hallo Dennis, Wir du bist sind, dran. ich bin dran, Gott sei Dank. Wir sind hier gerade wieder im schönen Palästina, und hier steht eine Na du, oströmische. Ich ich bin. bin nicht in Ja, du Palästina. nicht. Du bist wieder in den fruchtbaren Gegenden da oben, wo es keinen Nee, Stress sieht gibt. ganz schön verschneit bei mir hier aus. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo du bist und wer du bist. In der Tat weiß ich das gerade gar nicht so genau. So, ich versuche jetzt Was? mal. Ich steige jetzt gleich hart ein. Ich greife jetzt hier direkt diese riesige oströmische Armee an. Mit meinen Ja. beiden Armeen, die ich hier habe. Und das wird entweder ganz furchtbar oder ganz toll. Wieso kann er nicht. Hä? Das verstehe ich nicht. Ja, aber jetzt mal Wieso. ehrlich, wo ist eigentlich Ach, hier ich kann erst oben? nächste Runde dahin. Ach Ah. so, ich glaube, du hast deine Runde beim letzten Mal beendet Ich habe die direkt beendet, ne? Und und dann haben gut. wir abgespeichert, jetzt wäre eigentlich ich dran. Nee, Na ich bin gut, ja dann. oben in Kotars Ja, dann gucken wir uns jetzt mal und an, was du ich machst. frage mich, wo ist denn das eigentlich in etwa heute politisch? Wo Warte, ein schnelles Geschenk, Kotars? ein örtlicher Adliger, der sich bei uns beliebt machen will, übergab uns einige Kotars. erstklassige Hengstfohlen. Östlich Cool. von. Östlich vom Schwarzen Meer, ne? Ja, das müsste so Georgien oder sowas sein, die Richtung. Liegt das Sag jetzt da nichts heute? Falsches, weil das kann nur zu deinem Untergang führen. Wir wurden ja in den Oder? Kommentaren jetzt schon mehrfach auf Fehler hinsichtlich unserer geografischen Einschätzung hingewiesen. Tja, das ist mir ja egal. Ja, du musst ja die Kommentare nicht lesen. Ich mache ja die Community-Sachen meistens. Ich bin dann immer sehr pikiert. Da, warte mal, hier, Kutasi in Georgien. Nick, Ja. ich möchte dich kurz beglückwünschen. Das war hervorragend. Es ist eine 200.000 Einwohnerstadt im schönen heutigen Zeitalter. Okay, 2000. Ja, ist die Ist er zweitgrößte nicht Stadt ge. Georgiens. Nach Tbilisi. Tbilisi. Doch, Ah, du meinst spricht dann man so. schon mehr als 2000, oder? 200.000. 200, Hab okay, ich, ja. ging vielleicht bei Teamspeak Ich hab unter, ja. 2000 verstanden. Ja. Kein Problem. Genau, also in Georgien bist du jetzt. Was machst du denn in Georgien? Hast du Pferde da. züchten. Ja, natürlich, warum auch nicht? Ich züchte Pferde, das hört sich doch gut an. In Georgien will ich jetzt die andere Stadt, das ist vielleicht ja die größte Stadt in Georgien. Cheta oder so. Kann ich nicht aussprechen, erobern. Weiß ich nicht, ob Tbilisi jemals so hieß. Ich kann mal gucken, wie die Hauptstadt früher hieß. Vielleicht findet man das ja, während du da machst. Dann kriegt ihr auch noch ein bisschen Das ist ein Infos. Kriegsakt. Krieg erklären. Mach mal Kriegsakt. Gibt es hier nicht irgendwie History? History. Early History. Nach der Legende nach 458, was? According to an old legend, the present day territory was covered by forests bis 458. Okay, dann gab es die Stadt einfach noch nicht. Okay. Ich soll deinem Krieg Ja. beitreten. Wen greifst du jetzt an? Die Die Katlia. Katlia. Die Die sind machen aber da nicht viel. oben. Ja, die sind so weit weg von mir, das ist mir doch scheißegal. Ich würd auch mit den Mexikanern jetzt Krieg führen. Ich habe doch da überhaupt keinen Zugang zu denen. Mir doch Wumpe. So. Okay. Ich Brauchst muss du denn die erstmal die Stadt? Also ist die Teil belagern. von deinem. Ja, die ist Teil von Ja. deiner Provinz da oben. Das dauert 2 Runden, das dauert auch 2 Runden und das dauert Mit den auch zwei. Armeniern sind wir verbündet, oder? Die sind südlich davon. Genau, mit denen Okay, sind wir verbündet. dann haben wir ja gar keine Probleme. Dann ist ja alles gut. Ja. So, jetzt muss ich die noch ein bisschen belagern. Belager Ich mal. ziehe mal zur Unterstützung der Armee meine andere Armee ran. Ja, das sollte doch dann klappen. Ja. Die Und dann haben kann ich die jetzt nicht Stadt aber so nicht viel. direkt angreifen, weil ich noch 2 Runden warten muss, bis das Belagerungsgerät gebaut ist. Das ist ja so die übliche Sache, die immer passiert. So, hier ist die Nahrung immer noch knapp. Das sollte aber nächste Runde deutlich besser werden, weil dann wären 2 Nahrungsgebäude fertig. Wie sieht es denn in meinen anderen Regionen aus? Die Armee sollte nach Antiochia, um da ein bisschen Frieden zu stiften. Und da wird auch dringend gerade. Frieden benötigt. Genau, das ist, bin ich bei minus 67, das ist nur so mäßig gut. Ja, nee. Aber jetzt habe ich plus 4 pro Runde, also das stabilisiert sich, Hä, wo ist sagt ihr eigentlich mir. mein Interface hin? Habe ich das irgendwie ausgemacht aus Das Versehen? weiß ich nicht. Weil normalerweise sieht man doch, kann man doch trotzdem noch so sich Städte angucken und so weiter. Ja, eigentlich schon. Hä? Nennet mir die Taste, mit der ich das mache. So, meine beiden. Liste, Shortcuts, ne.
Hä, wo ist Die denn? Blume stören, Korruption ausnutzen. 10% Chance, warum sollte ich denn sowas Jetzt überhaupt ist probieren? da. Okay. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Solltest du vielleicht gar nicht. Armee behindern, 25, 25, Der ach oströmische Mann. General, der hier mich angreifen will, nächste Runde wahrscheinlich oder so, der hat so eine Armee wie du. Der hat eine 20er-Armee, davon sind aber 16 Speerträger. Alles die gleichen. Wahrscheinlich die billigste Einheit, die er irgendwie bauen konnte. Cool. So. Ich möchte, warum kann ich denn mit meinem Prüfer, der hier ist, ach, können Prüfer vielleicht gar nichts bei fremden Städten machen? Na gut. Sollte Was man der willst du denn da Prüfer vielleicht. machen? Prüfen? Was willst du denn Weiß ich prüfen? nicht. Ich wollte Rhodos prüfen. Einfach mal prüfen. Na, Na gut, man weiß ja dann. nie, wofür es Irgendwas gut muss man ist. ja mit den Leuten machen. Na, So. prüfen kann man. Und du könntest mal. Lauf mal dahin. Ja, prüf mal vielleicht Ah, die lauf Armee mal hier. dahin. Was kann die denn Weil machen? ich kann mit der nicht interagieren. Ja, das ist schade. Das ist eine uninteragierbare Armee. Aber warum denn nicht? Du bist doch so gut. Du bist mager. Er ist halt ein bisschen mager, ja. Dann geh zur Stadt und stör die Siedlung. Wenn du nichts mit der Armee machen kannst, dann mach etwas anderes. Gut, jetzt habe ich noch ein bisschen Geld, was ich ausgeben kann. Gib mal Geld. Deutlich, deutlich weniger als vorher. Was habe ich denn jetzt hier gerade gemacht, dass ich 3000 weniger Geld pro Runde bekomme Hast als, du irgendwie mehr Armeen aufgestellt oder sowas? In letzter Nee, Zeit? ich habe jetzt nichts gemacht, die Runde. Belagerung, vielleicht kostet das irgendwie Geld oder ich weiß auch nicht. Den Belagerungsturm bauen 3000 pro Runde. Ja, das wäre halt ein goldener Belagerungsturm. Man will ja auch mit Stil da angreifen, ne? Das ist ja nicht. Ja. So, was machen meine unehelichen Kinder? Der Älteste ist mittlerweile 5. Ja, stimmt. Ich guck mal kurz meine Familie. Wir haben ja seit einer Woche nicht gespielt. Ich weiß Ja. schon gar nicht mehr, wie das hier aussieht. Ist ja alles nur Not und Elend. Na gut, aber warum gucke ich überhaupt nach? Oh Gott. So, du kannst jetzt doch mal eine Frau suchen, oder? Du bist 27 Jahre jung, hast jetzt Zeit und Geld, such dir doch mal eine Frau. Wirklich, was hier an Kandidaten Und rumläuft. Alle Mitte 30, da bringt doch alles nichts. 32 ist der Jüngste. Oh, 30, na 34, gut. 35. Ja, ich muss den 21-jährigen Kandidaten mal irgendwo einsetzen. Bei Ja. Gelegenheit vielleicht nochmal eine Armee aufstellen. Ja, das wurde uns ja auch empfohlen. Wir haben jetzt ja wieder, ich konnte jetzt wieder ein bisschen hier Kommentare lesen und tatsächlich wurde Ja. uns auch sehr empfohlen, junge Leute zu Generälen zu machen und dann mit denen schnell an Einfluss zu gewinnen. Und sie dann eben zu adoptieren erst, wenn sie richtig viel Einfluss haben. Weil dann mit einem Schlag man auch mehr Einfluss und Kontrolle und so im Staat plötzlich hat. Ja. Herrschaft. Wobei, das ist bei mir gar kein Problem. Hat sich das bei dir eigentlich geregelt? Du hattest ja am Anfang richtig Probleme da. Ja, ich hatte am Anfang nicht, mittendrin, als ich so viele Leute verloren habe, weil die gestorben sind, hatte ich Probleme. Mittlerweile ist das alles wieder in Ordnung. Ja, bei mir Aber auch. ich werde jetzt mal mit dem 21-jährigen eine Armee aufstellen, diesmal in meiner Rekrutierungsstadt. Damit da auch mal sinnvolle Einheiten drin sind. Genau. Sehr gut. Und dem schenke ich doch jetzt erstmal aber keine Einheiten. Das bleibt jetzt erstmal so, dass ich den adoptieren kann. Kann ich den jetzt schon adoptieren? Habe ich gerade, hat gerade wer genug? Adoptieren? Nee, gerade nicht. Dann adoptieren wir nächste Runde. Na gut, dann mal go, go, go. Ja, du hast Wir recht. wollen sehen, was die oströmische Runde Armee beenden. hier gleich macht. Ackerbau oder Jerusalem töten. Ich bin gespannt. So. Oder sie hauen ab, weil einfach zu viel Armee hier rumsteht. Ja. Kann ja auch sein. Vielleicht haben sie auch Schiss. Die Oströmer sind ja dafür bekannt, dass sie leicht Schiss bekommen. Okay, die Hunden machen was. Oh, jetzt sind sie dran. Jetzt sind sie dran. Oh, was passiert? Du bist dran. Hä? Sie machen gar nichts? What? Sie haben Angst vor den beiden Armeen rechts und links. Warum warten sie denn, die Deppen? Kampieren. Die kampieren da. Ja, aber so richtig befestigt kampieren, ne? Oh, da würde mir 2000 für ein Friedensabkommen zahlen. Warte Welcher, mal, wer, wo, was? den ich gerade angreife. Katlia? Nee, lass mal. Die Ich mach 2000. ihm mal ein Gegenangebot. Für Marionettenstaat. Marionettenstaat würde ich's machen. Ich lass dich in Frieden, aber du gehörst trotzdem mir. Vorschlag übermitteln? Find er Wollen nicht Sie gut. nicht? Nee. Selber schuld dann. Muss man dann auch einfach mal so sagen. Ja. Selber schuld. Ich hatte euch alle Chancen gelassen. Ja. So, was ist hier? Die Krieger. Streitkraft braucht eine Führung. Was? Was? Natürlicher Tod? Was? Wo? War. Wir kämpfen
war Alter 55, das war jetzt nicht der König, das war der König. Was? Nein, oh nein. Der Großkönig ist tot, das Zepter wird weitergegeben. No! Im Quartal vor der großen Schlacht gegen die oströmische Armee stirbt der Führer der einen Armee, der einzige, der was taugte bei der Familie. Oh, Leute, mein König ist tot. Aber eine Menge Einfluss ist übergegangen an seinen Adoptivsohn, das ist ja schon mal gut. Der hat jetzt plötzlich 79 Einfluss. Alter Falter. So, was haben wir jetzt hier mal? Junge Emporkömmlinge, die wir irgendwie... Nee. Oh Mann. Ich hasse dieses Spiel manchmal so sehr. So, wer ist jetzt hier der neue Stammesführer? So, irgend so ein Pussy-Anfänger, ja? Ja, das war ein 8-Sterne-General oder so. Jetzt ist hier irgend so ein Trottel. War. Ja, war, ist das richtige Wort. Oh Mann. Ach, shit. Na, wenigstens ist die Armee jetzt ja nicht in irgendeiner Form beschädigt. Das war ja auch meine stärkste Armee. Ah, so, Nick, was mache ich jetzt? So, heulen. Der neue König. Ich habe... Der König, der hat auch 3 Kinder. Ist das, hä? Ist das ein neuer Sohn? Warte mal, ich muss ja ganz kurz hier die Sachen gucken. Natürlicher Tod. Natürlicher Tod Hind? Wer ist denn Hind? Das Leben treuen unter das 55-Jährige. Hä, das ist doch dasselbe. Verstehe ich nicht. Nun, Krieg erklärt. Sassanidenreich Katlia, das ist egal, das haben, wissen wir schon. Erfolge, Jaffna, Erbe bestimmt, Karab, adlige Geburt. Das ist ja völlig untergegangen. Im selben Jahr, wo Gott eine Tür schließt, öffnet er ein Fenster. Es ist nämlich ein ehelicher Sohn geboren worden, meinem jetzigen neuen König. Ja, der erste eheliche Sohn. Hattest du nicht schon ehelichen Sohn? Nee, eine eheliche Tochter hatte ich. Ach so, stimmt. Ja, braucht ja keiner. Eine eheliche Tochter und einen ehelichen Sohn habe ich jetzt. Und einen unehelichen Sohn, der ist aber schon 3 Jahre alt. Ich habe 4 uneheliche Söhne und keinen ehelichen. Naja, das ist ja nicht so wichtig. Was ist ungewöhnliche Wetterbedingungen? Schlechter Frühling, ja toll, danke dafür. Gleich wieder Nahrungsprobleme wahrscheinlich. So, nun, dann würde ich jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal mit unserer... Da kann sich mein neuer Großkönig... Ist es der neue? Warte mal. Wer ist denn jetzt der neue Großkönig? Nee, Jaffna ist der neue Großkönig. Was macht denn der? Ist der Statthalter? Okay, dann sollte ich den vielleicht mal... Dann ist er safe. Genau, mein neuer General ist also kein König. Das ist schon mal gut. Das heißt, er stirbt nicht gleich wieder ein König. So, die Oströmer laufen weg. Das war klar, die Feiglinge. Sie stehen aber noch in Stadtreichweite. Dann gucken wir mal, ob wir die jetzt klein kriegen. Ja, aber hallo, kriegen wir die klein. 2500 Mann gegen 1400. Verzeiht mir, es ist nicht mal mehr ein rotes Stückchen zu sehen, es ist nur noch rot-gelb, die Anzeige hinten rechts. Das mache ich automatisch. Und zwar aggressiv, ich will sie alle tot sehen. Bei Römern kenne ich keine Gnade. Ja. So, tschüss. Mit dem Streitkolben ins Gesicht. In den Hals. Ja, so kämpft man mit einem Streitkolben, das wussten viele vielleicht noch nicht, aber... So, ich könnte die Einheiten wieder auffüllen, aber ich habe jetzt auch die Zeit, dass die von alleine heilen können. 740 Geld nehme ich mit. Wobei ich jetzt natürlich nicht so genau weiß, wie es mit der Integrität bei der Armee weitergegangen ist, nachdem Änderung pro Runde minus 4. Na siehst du, das war jetzt schon ein kleiner Fehler, aber na gut. Nicht so schlimm. Ja. Das wird ja auch wieder besser, nehme ich an, oder? Integrität. Ja. Keine Gefangenen, bla. Ich hoffe, das wird irgendwann... Bestimmt. Er muss halt mal wieder eine Schlacht machen. Gut, ich gehe jetzt aber erstmal wieder Richtung Jerusalem, stelle mich da wieder rein. Ja. So. Ich habe plötzlich und unerwartet 4000 Gold auf dem Konto. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dazu kommen konnte. Na doch, ich habe ja pro Runde 2000 und eben nochmal 700 von den Gefangenen. Das passt schon. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas bauen können. Gibt es denn hier noch was Schönes? Was brauchen wir denn? Wir haben genug Nahrung. In allen Provinzen, das weiß ich nicht so genau. Ja, doch, Nahrung ist überall mehr als genug da. Das ist ja auch mal interessant. Öffentliche Ordnung ist noch schlecht. Das kostet Nahrung und bringt öffentliche Ordnung, wenn ich das Dorf ausbaue. Was ist das hier? Genau, ich kann ja auch mal die Gebäude umbauen in meine Gebäudearten. Was steht hier? Religion. Dann baue ich das doch mal in was um, was für mich religiösen Einfluss bringt. Östliches Christentum, das mag ich doch. Das ist doch meins. So, das bauen wir um. Was ist hier? Plaza, Stadtzentrum, öffentliche Ordnung minus 1, aber mehr Handel.
Verarmung wird verbessert, vergrößert. Das wollen wir natürlich eigentlich auch nicht. Wohlstand, das kostet auch Nahrung. Aber dann kann ich in Jerusalem auch mehr Einheiten bauen. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, komm, machen wir das auch noch. Dann haben wir nur noch 500. Ich erwarte Ihre Dann Befehle. baue ich hier noch einen Trupp. Eine Einheit wird noch rekrutiert. Dann haben wir nämlich auch eine 20er Armee hier noch. Haben wir zwei Stück. Und dann bist du wieder dran, würde ich sagen. Dieser Charakter hat eine nicht zugewiesene Fähigkeit. Natürlich! Welcher ist das jetzt? Der neue General. Der hat sich ja jetzt schon gut gemacht in der ersten Schlacht. Öffentliche Ordnung. Ja, erstmal hier öffentliche Ordnung. To the max. So, dann können wir ihm noch Gegenstände geben. Bewegungsreichweite ist eigentlich immer gut. Bewegungsreichweite ist super. Feindliche Moral minus 10. Ja. Volkswahrscheinlichkeit der Agenten. Chance auf Erkennung. Kampagnensichtfeld. Ist auch nicht so schlecht. 30% mehr. Uiuiui. Baukosten für Militärgebäude. Ja, ich glaube, ich mache das mal so meine Expeditionsarmee draus, der jetzt Ja. erobern soll. Das heißt, ich mache mal so Sichtweite und sowas. Und Reichweite größer. Moral gegen östliche Imperien? Nö, das sind ja meine Freunde. Öffentliche Ordnung, Wohlstand, Korruption weniger, Autorität. Na komm, mach mal. Ja, ist ja gut, es sind tausend Sachen, die ich hier auswählen muss. Erschöpfungsrate. Aber mal Wohlstand. So, okay. Gut, Runde beenden. Geht's jetzt? Es geht. Gut, ich würde sagen, Nick macht seine Runde in der Pause und dann geht's nächstes Mal weiter. In der Genau, nächsten bis Folge. dann. Tschüss. Tschüss.